Einen schönen guten Tag, willkommen zurück zur Media Convention Berlin 2019. Und wir haben gerade ein sehr spannendes Panel gehört, und zwar Doing Utopia, Setting the Stage for an Innovative Media Future. Darunter waren zwei Panelisten, die wir jetzt gleich zu Gast haben werden. Ich hoffe, dass wir sie zu Gast haben werden. Es ist nicht ganz sicher, weil wir ein bisschen in Zeitdruck geraten sind und müssen mal gucken, ob wir die Interviews jetzt beide noch hinbekommen. Auf jeden Fall sind die beiden auf dem Weg hier zum Alex-Stand. Und die beiden werden sein Frederik Fischer von PIKT.de, der Gründungs- und Chefredakteur, und die MEZ-Standortleiterin Rebecca Ahlen. Wir haben darüber gehört, dass es Mediendiversität geben muss und wie die geschaffen werden sollte. Da hat man sich heute versucht, auf dem Panel ein wenig anzunähern. Ebenso haben wir über Slow Journalism und Media Detox etwas gehört. Da hat Jonathan Hill, der britische Journalist, etwas zugesagt. Und ich sehe auch schon, dass die beiden InterviewpartnerInnen bei mir sind. Die befinden sich gerade noch in der Maske und jetzt gleich werden sie hier bei uns sein. Zuerst Frederik Fischer und danach Rebecca Ahlen. Da freue ich mich sehr drauf. Es dauert noch einen kleinen Augenblick und dann ist Frederik Fischer auch bei uns. Guten Tag, Herr Fischer, ich grüße Sie. Hallo. Freut Hallo. Mich. Schön, dass das doch noch klappt. Wir haben jetzt, wir müssen so einen kleinen Ritt wagen, weil wir nicht so viel Zeit haben, aber ich habe mir Ihr Panel angehört und jetzt erstmal ganz kurz die Einsteigerfrage, was war das, der spannendste Input, den Sie hier eben auf der Bühne 7 für Sie, für sich selber bekommen haben? Ich glaube, das war tatsächlich der Hinweis von Manu, dass wir einfach alles schon mal in der einen oder anderen Form erlebt haben. Und ich glaube tatsächlich, es hilft schon, mal zurück in die Geschichte zu gucken, was hat definitiv nicht funktioniert, aber was hat vielleicht funktioniert, was haben wir einfach nur verlernt und müssen es wieder neu lernen. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass Daniel Budimann, der Moderator auf dem Panel war, gesagt hat, Mensch, PIKT.de, ganz schön innovativ, das Ganze manuell auszuwählen. Kann man das dann auch so ungefähr sehen, dass das in dem Fall funktioniert hat und das eine gute Strategie ist? Tatsächlich, also ich meine, ne, ist eben genau das Gegenteil von innovativ, es ist wirklich uralt und eben im Endeffekt wirklich manuelle Arbeit, ne, handverlesenswert. Aber ich glaube tatsächlich, das ist durchaus, auch wenn wir immer von Innovation reden, das ist überhaupt nicht ehrenrührig, auf ganz einfache Lösungen zu setzen, wenn sie denn das Problem lösen. Und ich glaube, das tun wir ganz gut. Liegt die Zukunft also dann nicht im Algorithmus, sondern in der manuellen Auswahl und der Kuration? Ich würde sagen, ja. Ich würde aber nicht sagen, dass die manuelle Auswahl ohne Algorithmen auskommt. Ich glaube, wir alle haben Algorithmen im Kopf auch und sollten auch immer wieder überlegen, ob wir die vielleicht irgendwie auch anpassen sollen, um nicht gehackt zu werden. Interessante These auf jeden Fall. Media Detox, das hat Jonathan Hill angesprochen. Wie sehr überschneiden sich denn Ihre Ziele mit den seinigen? Zu 100%. Okay. Ja, tatsächlich. Also wir sind auch ein ganz großer Fan von diesem Slow Media oder Slow Journalism Movement. Das, was er mit seinem Produkt macht, versuchen wir in anderer Hinsicht auch, also einfach zu entschleunigen, den Leuten einen besseren Überblick zu geben und den Leuten vor allem wieder Qualität zu liefern, statt eben Quantität. Sie sind Gründungsmitglied von Voca. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Ich bin kein Gründungsmitglied, ich bin Mitglied des Vorstands, aber Ich bin nach der Gründung dazu gekommen. Okay, also so fast, so halb. Fast, genau. Und zwar ist das einer der wichtigsten Media Think Tanks in Deutschland oder einer der größten. An welchen innovativen Ideen kommt die Medienbranche denn in der nächsten Zeit nicht mehr drumherum? Also wir konzentrieren uns bei Voca gerade auf unter anderem das Time Well Spent Movement. Das ist eine Bewegung, die aus Amerika gerade rüberschwappt. Die ist initiiert worden in Amerika von dem Ex-Google Design Ethicist. Also es gab meine Jobbeschreibung bei Google, die lautete quasi, wir brauchen einen Philosophen und der Philosoph guckt halt, ob das, was wir mit Algorithmen machen, auch überhaupt okay ist. Und der hat sich nicht so ganz durchsetzen können bei Google und hat dann frustriert das Handtuch geworfen und hat Time Well Spent Movement gegründet. Mhm. Und worum geht es im Time Well Spent Movement? Im Time Well Spent Movement geht es darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie uns Tech-Plattformen austricksen, um an unsere Aufmerksamkeit zu kommen. Und ich glaube, es hilft enorm, sich dessen wirklich bewusst zu machen. Und wir wollen da auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und den Leuten einfach helfen, wirklich bewusster eben Medien zu konsumieren. Okay. Im Sommer 2018 sagten Sie auf Krautreporter, dass das Konzept Stadt zunehmend zu einem Ort der Grenzen würde. Grüne Parzellen gäbe es nicht mehr, anstelle dessen, Zitat, graue Mittelfinger aus Beton. Heißt das, dass man auf dem Land innovativere Ideen schmieden kann, zum Beispiel in einem Kuhdorf? Ich glaube absolut. Wenn wir uns Berlin heute anschauen, Berlin ist in gewisser Hinsicht schon eine große Erfolgsgeschichte. Aber warum ist Berlin eine Erfolgsgeschichte? Weil es arm, aber sexy war und dadurch halt viele Leute angelockt hat, die Lust auf Gestaltung hatten und die natürlich in Berlin die Möglichkeit hatten, für sehr wenig Geld zu wohnen und dann eben kreativ arbeiten zu können und nicht immer nur für die Miete.
dieses Berlin ist Vergangenheit. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, man muss nur ein paar Schritte aus der Stadtgrenze tun und findet genau diese Welt wieder. Brandenburg ist eben genau wie Berlin früher immer noch sehr, sehr günstig und bietet jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten. Insofern glaube ich, wenn man nach Innovationen sucht, würde ich jetzt nicht sagen, in Berlin soll man nicht mehr suchen, da passiert auch noch ganz viel Spannendes, aber man sollte zumindest Brandenburg nicht mehr ignorieren oder grundsätzlich den ländlichen Raum nicht mehr ignorieren. Mal sehen, wie viele Leute Ihnen letztlich folgen werden. Vielen Dank, Frederik Fischer von pick.de. Dankeschön. Vielen Dank. Und wir gehen jetzt zum nächsten Panel und wünschen Ihnen da viel Spaß bei. Bis denn.